Der Zeppelinberg bei der nördlichsten Siedlung der Welt auf fast 79 Grad nördlicher Breite. Das internationale Forscherdorf New Orlesund liegt auf Spitzbergen, der Hauptinsel von Svalbard. Hier lernen selbst friedliebende Forscher den Umgang mit Schusswaffen, um sich vor Eisbären schützen zu können. Hier in der Arktis geht die Klimaerwärmung mehr als doppelt so schnell voran als im globalen Mittel. Und die stärkste Erwärmung erfolgt im Winter. Warum, ist noch nicht gänzlich geklärt. 475 Meter über dem Meeresspiegel auf der Zeppelin-Station, wo das norwegische Polarinstitut zusammen mit sehr vielen anderen Instituten auf der ganzen Welt Messungen macht zur Atmosphäre. Hier jagt Professor Paul Zieger Wolken. Also Aerosole und Aerosol-Wolken-Wechselwirkungen zählen laut letztem IPCC-Bericht immer noch zu den größten Unsicherheiten, wenn es um den Strahlungshaushalt geht. Wir versuchen mit unseren Messungen beizutragen, diese Unsicherheiten zu verringern. Das heißt, dass man letztlich etwas genauer sagen kann, ob es denn nun vermutlich 2 Grad oder 6 Grad wärmer wird. Ja, genau. Was wird hier denn gemessen? Wir sind ja auf der Zeppelin-Station und messen die Atmosphäre in sehr hohem Detail. Wir messen Partikel, das sind kleine sogenannte Aerosole, das sind kleine Partikel, die hier in der Luft herumschweben und ganz wichtig für die Wolkenbildung sind. Neben diesen Partikeln messen wir hier halt auch die Wolkentröpfchen und Eiskristalle und gucken uns die Wolkenformation ganz im Allgemeinen an. Wir sammeln die Wolke hier direkt ein, wir saugen sie ein mit unserem großen Wolkenstaubsauger und samplen unterhalb von diesem Einlass im Labor haben wir verschiedenste Geräte, die quasi direkt sich die Partikel angucken, die Nukleus angucken, direkt die Größe bestimmen zum Beispiel. Atmosphärenforscher aus Stockholm und Zürich machen sich auf zum arktischen Observatorium auf dem Zeppelinberg, das vom norwegischen Polarinstitut betrieben wird. Dort haben sie eine Woche Zeit, ihre Instrumente zu installieren und zum Laufen zu bringen. Von dort aus jagen sie nach Wolken und Aerosolen, denn die spielen eine Schlüsselrolle bei der arktischen Erwärmung. Aerosole sind wichtig, weil sie das Klima beeinflussen, einerseits direkt durch die Absorption und die Streuung von solarer Strahlung, andererseits sind sie essentiell für die Wolkenbildung. Jedes Wolkentröpfchen braucht ein Aerosolpartikel, um zu entstehen, und auch jedes Eiskristallchen braucht ein Partikel zum Entstehen. Wolken in der Arktis sind ganz besonders wichtig für das Klima. Sie regulieren den Strahlungshaushalt und bestimmen zum Beispiel, wie viel solare Strahlung zurück zum Weltall gestreut wird und wie viel terrestrische Strahlung absorbiert und zurückgestreut wird. We are going up the Zeppelin now. And we're probably gonna stay a bit longer, I guess until about 8. Is it okay? Completely fine. We have a rifle and we will walk back. Thanks. Der Kollege aus Zürich erläutert, was die Stockholmer Funde in Fachkreisen bedeuten. Yeah, so at the meeting last year, Paul showed some results where there were some very small particles that he found in the cloud droplets. This goes against the theory which we typically use to understand this phenomenon of aerosol particles activating into clouds. Was wir sehen, ist, dass für die Wolkenbildung auch ganz, ganz kleine Partikel wichtig sind. Also bis zu wenigen 20, 30 Nanometer große Partikel sind für die Wolkenbildung wichtig. Und das Interessante ist auch, dass das nicht, dass das auch saisonal abhängig ist. Also die ganz kleinen Partikel sind besonders im Winter wichtig. Und das ist natürlich interessant, da man weiß, dass die Erwärmung in der Arktis besonders im Winter stattfindet. Ob das jetzt mit den Wolken zusammenhängt, das müssen wir natürlich noch herausfinden. Und das braucht da auch Modellierung und auch noch andere Messungen. Aber erstmal diese Tatsache, dass diese ganz kleinen Partikel wichtig, dass wir diese ganz kleinen Partikel sehen, die als Wolkenkondensationskerne dienen, das ist schon mal ein neuer Fund.
The first thing we think is that it's, we doubt the result and we check it to see if there's anything wrong with our instruments and if it's a measurement artifact. But once we're able to convince ourselves that what we are seeing is real, then it's a very exciting feeling, because then it's a mystery and that's something that we need to discover. Why do we see that? Auf der Zeppelin-Station steht eine beeindruckende Auswahl hochempfindlicher atmosphärischer Messgeräte von über 15 Forschergruppen aus knapp 10 Nationen. Es ist ein Ort, der Journalisten normalerweise verwehrt bleibt, damit weder die sensiblen Messreihen noch die wissenschaftlichen Tätigkeiten auf dem engen Raum gestört werden. Doch mit einer besonderen Erlaubnis blicken wir nun hinter die Kulissen des renommierten Observatoriums, das die Norweger auch für alle anderen in Schuss halten. Ohne die regelmäßige Hilfe der Ingenieure, die hier permanent vor Ort sind, würde das überhaupt nicht funktionieren. Von hier aus schrieben schon viele Wissenschaftler Schlagzeilen. Etwa, wenn sie vor gefährlichen Schadstoffen alarmierten, die ihren Weg in die reine arktische Luft gefunden hatten. Stationsleiter Helge Markussen wechselt täglich Schadstofffilter und noch viel mehr. Ja, my name is Helge Markussen. I'm the manager for NPI here in Ålesund at the Sverdrup Station. I'm working together with three engineers and we are basically doing the same tasks and having the same responsibilities to a certain extent. So my normal day would be to get up around 7, then do weather observations, then check a number of instruments. Or if I have the morning shift, I will normally go up to the Zeppelin Observatory and to check the instruments up there and do atmospheric sampling and then down for lunch and then normally routine works. Zur Routine gehört auch, die Kabel von der tauenden Schneelast zu befreien, bevor sie abreißen. The Norwegian Polar Institute have the hosting role for all the visitors to New Ålesund. So for me being the head of NPI here, it's a lot of planning, coordination or visits. Toll ist natürlich auch, dass das hier ein sehr internationales Team und ein sehr internationales Flair hat. Es ist natürlich eine unheimlich tolle Atmosphäre, hier arbeiten zu können und sich auch mit anderen Leuten austauschen zu können und auch zusammen Projekte voranzubringen. Die Herausforderung ist wirklich, dass alles funktionstüchtig bleibt und wir wirklich alle Parameter kontinuierlich messen können. Das ist die große Herausforderung. Und das sind so ganz banale Dinge wie das Computer abstürzen, sich ein Rechner aufhängt, dass ein Einlass verstopft ist. Also ganz reguläre Sachen, die zur Herausforderung werden können. Very, very small. You can't see them. But when we aerosolize them, they're a known size. Cool. I'm working to get out of this corner because the space is extremely tight in this room. But as soon as I can get the computer connected to the network, I can sit in the other room and be connected to my instrument and talk to my instrument from there. But for the moment, I'm stuck in this corner, which makes working difficult. Also hier auf Zeppelin gibt es andere verschiedenste Gruppen, die alles Mögliche messen. Also zum Beispiel das norwegische Polarinstitut misst meteorologische Parameter und auch Strahlung wird gemessen. Ein anderes norwegisches Institut misst ganz viel verschiedene Gase und Schadstoffe in der Luft. Japanische Gruppen werden Wolkentröpfchen, wirklich die Wolkentröpfchengrößenverteilung gemessen und die Wolkenphase, also ob es eine Flüssigwasserwolke ist oder es ist eine Eiswolke oder es ist eine Mischphasenwolke. Dann gibt es Gruppen, die gucken sich Strahlung, Profile, ja. ZIGAS Doktorand Gabriel Freitas kalibriert derweil den Windmesser. We don't know if it's working and we need to read the data so we can extract the wind velocity he's measuring.
Zusammen mit seinem Professor installiert er das Ultraschall-Anemometer, das die Geschwindigkeit und die Richtung des Windes 100 Mal in der Sekunde aufzeichnet. Eine fast akrobatische Leistung. Der Feuchtigkeitssensor bleibt indes eine Herausforderung. Die gesamte Messeinrichtung soll später herausfinden, woraus die Partikel sind und woher sie kommen. Okay, let's do it tomorrow. Die Sache ist auch so, dass wir noch nicht genau wissen, was eigentlich die Ursache von diesen kleinen, wo diese ganz kleinen Partikel überhaupt herkommen, die wir hier quasi mit unserem Wolkeneinlass samplen. Und was wir glauben, ist, dass zum Beispiel auch dass es zum Beispiel auch ein Effekt sein kann von Eiskristallen, die auseinanderbrechen und dann quasi wieder zur Verfügung, für die Wolkenbildung zur Verfügung stehen, größere Tröpfchen oder größere Eiskristalle bilden und die wir dann schlussendlich samplen. Aber der Nukleus, der vorher dafür zur Verfügung stand, ist kleiner als der ursprüngliche Nukleus. Zieger weist die Norweger in die Stockholmer Messgeräte ein. So now it's on. And you can see here, actually, you can put your hand to write a really big vacuum, almost like a vacuum cleaner. So the cloud goes over here and then we suck in the cloud. Der Wolkenstaubsauger hat eine ganz große Pumpe dahinter und wir ungefähr mit 100 Metern pro Sekunde beschleunigen wir diese Wolke auf diesen sogenannten Tipp, auf seinen Einlass, das CVI-Einlass und selektieren so nur die Wolkentröpfchen, die Eiskristalle und entfernen quasi die nicht aktivierten Partikel und die Luft drumherum. Also wir samplen wirklich nur die großen Partikel, die großen Eispartikel und die großen Wolkentröpfchen. Not a fit place for Brazilians. No, I should be back at the beach, drinking some caipirinhas. But I'm not. Instead, you're installing the humidity instrument? Yeah, exactly. And temperature. Gerade richtig kalt. Da bläst jetzt ein immer eisigerer Wind und eine dunkle Wolkendecke kommt vom Norden auf die Station zu. Die klare Sicht. Oh, look at that, the clear sight's gone. You don't see the glaciers anymore. Normalerweise sieht man die Gletscher in 14 Kilometer Entfernung sehr deutlich. Is everything's working? Which doesn't happen very often. Most days there'll be at least one thing that breaks. So you have to get used to solving problems. Also während des Mosaikjahres, während sich die deutsche Polarstern in der Arktis einfrieren lassen wird, werden wir hier auf Zeppelin unsere Beobachtungen intensivieren. Unsere Daten werden schon eine wichtige Referenz auch sein, wenn man sich zum Beispiel auch Transport angucken kann, wie ändert sich Aerosol, das zum Beispiel gegen Norden transportiert wird, oder umgekehrt, wie ändert sich Aerosol und Wolken, das vom Norden hierher transportiert wird. Also einfach ein nur ganz wichtiger Datensatz, kontinuierlicher Datensatz. Und ganz allgemein kann man sagen, wir versuchen so viel wie möglich zu messen. So viele Instrumente, wie wir uns zur Verfügung stehen, bringen wir hierher, um mit diesen dann auch die Partikel zu analysieren. We are on our way down now from Zeppelin. Die Wolkenjäger kehren nach einer intensiven Arbeitswoche heim und kontrollieren fortan von ihren Büros aus die Datensätze in Echtzeit. Diese Forschung beginnt erst gerade.
bis der Ursprung der winzigen Kerne und deren genauen Rolle bei der arktischen Erwärmung und in den Klimamodellen verstanden ist, wird noch viel Zeit vergehen. Doch mit jeder vorbeiziehenden Wolke sind sie etwas schlauer und des Rätsels Lösung ein Stück näher.